lass uns nicht länger hier bleiben. Okay, Schwester Merin. Nacht, Schwester Merin. Wir sind jetzt in der 37. Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben in der letzten Folge Malikos besiegt. Er hatte keine Chance gegen uns. Ah. Hä? Kommst du nicht mehr? Ich dachte... Egal. Auf geht's. Hier rein. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Genau. Los geht's. Gehen hier entlang. Und ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Zeig BD1, was sind das für Galtgemälde? Herrschaft der Weisen von Kujet. Oder Kujet oder Kujet oder wie auch immer man es ausspricht. Das Atris. Oder Astris. Ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Bekomme ich das? Ah, perfekt. Gönn mir das Astris. Ich hab's endlich gefunden. Es ist wahr. Wie bist du jetzt hier gekommen? Ja, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Traurig, aber wahr. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Nacht, Schwester Merin. Wirklich? Ich bin froh, dich dabei zu haben. Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ja, denn Rache ist... Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Denke ich auch. Ja. Ja, sag ich ja, Kerl. Sag mal mehr, sonst wird's peinlich. Was denkst du, BD? Oha, der übertreibt direkt. Ich auch. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Und weg ist die Nachtschwester. Guck natürlich erstmal, wo wir lang müssen. Oh, ist ja ein langer Weg. Trophäe erhalten, volles Haus. Ich weiß nicht, was heißt, aber... Okay, warte, was muss ich jetzt machen? Was ist mein Hauptziel, Digi? Ich habe tatsächlich jetzt keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber wir müssen unsere Crew überzeugen erstmal. Das heißt, wir verschwinden von hier erstmal. Warum ist da so orangener Nebel? Das sieht so cool aus. Oh. Jetzt können wir das Gewölbe auf Boganisch öffnen. Oh, Merin, die Nachtschwester, sitzt da einfach ganz gechillt und wartet, bis wir runterfallen wahrscheinlich. Oh nein. Warum sind da zwei von den Typen? Geht nicht nach vorne. Echt nicht? Ey. Warte, wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? Zwei. Wir brauchen, glaube ich, drei, um Lichtschwert Wurf zu erlangen. Glückwunsch. Du hast bestanden. Shit, der schaut mich schon so an. Das... Wird er mich nicht noch einmal anschauen? Kannst du mir dabei helfen? Ach, ich hab das schon. Ah, shit.
Ich bin gefangen, hallo, Hilfe. Ah, kacke. Nicht gut. Oh, shit. Noch ein Stimp. Nicht gut. Ey, wie hat der mich noch geholt? Oh, shit. Wie holen die Typen mich immer fast noch, bevor die sterben? Also. Aber es sind direkt zwei Stimps, auch wenn wir so verkackt haben. Wir ruhen uns nicht aus, sonst müssen wir nochmal gegen die Typen kämpfen. Diese Frau, mit der du reist. Wer ist sie? Serie, ja? Oder wie man die ausspricht. Woher warst du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Ach, echt? Malikov befahl sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Wir. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde. Okay, dann folge mir. Ich erzähle dir die Geschichte auf dem Weg. Bei deinem Schiff. Okay. Tschüss. Hier speichern wir nochmal kurz. Es lohnt sich nicht, unsere Stim-Punkte zu Stim-Behälter zurückzuholen. Ich hoffe, wir treffen nicht so viele Gegner. Deutsch ist auch nicht mal meine Sprache. Zurück zu unserem Schiff. Oh, nicht der Scheiß schon wieder. Ah, shit, wir hätten doch unsere Stim-Behälter. Wir holen kurz unsere Stim-Behälter. Ja, und weg. Also, der Kopfgeldjäger ist jetzt immer noch da, weil letztes Mal habe ich gegen, oder vorletzte Folge oder so, habe ich gegen den gekämpft. 35. oder 34. Folge, je nachdem. Dann haben die mich getötet, weil ich halt keine Chance hatte, weil ich auch nur ein Stim oder so hatte. Wieder mal. Da waren die auf einmal weg. Ich dachte, die sind weggespawnt. Aber jetzt sind die wieder da, das heißt, jetzt müssen wir die noch, außer die sind natürlich wieder nicht da. Die sind einfach wieder weg, das gibt's doch nicht, oder? So ein Scheiß, Alter. Kannst dich fassen, Alter, die verschwinden ganze Zeit, Alter. Ja, nicht so schlimm. Ja, wir müssen schon zu unserem Schiff gehen. Ich möchte eigentlich schon gern wissen, was noch so da unten ist. Oder da hinten, aber das kümmern wir uns irgendwann anders drum. Ich hoffe, mich greifen jetzt keine Brüder der Nacht an. Oder andere Leute. Oder eigentlich sind die ja freundlich, ey. Wahrscheinlich nicht. Okay, gut, wir haben kurz gespeichert. Falls wir sterben, nur Sicherheit halt. Perfekt, Doppelsprung hier rüber. Hier geht's doch lang, gell? Perfekt, dann laufen wir jetzt einfach links weiter hier entlang an allen Gegnern vorbei. Zu unserem Schiff. Oh. Die zwei Typen. Weg mit denen. Ah, hinter mir sind die auch schon. Kerl sprinte ich den Berg hoch. Hügel oder so, keine Ahnung. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease? Das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Die hat gar nichts gemacht. Ich habe fast alles gemacht, Alter. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Echt, sieht nicht so aus, aber okay. Ich verstehe nicht, was du sagst.
klein. Neue Verbündete, nice. Haben wir auch neue Samen gefunden auf dem Weg? Sind 6 Samen genug, Reese? Oh ja, völlig. Absolut angemessen. Solider Durchschnitt. Reicht gerade mal so. Ich verstehe schon. Vielleicht finde ich noch mehr. Wir müssen tatsächlich noch mehr finden. Damit es voll wird. Wir reden später. Okay, dann auf geht's zum nächsten Planeten. Und zwar nach Bogana, glaube ich, war es, oder? Da müssen wir das Gewölbe öffnen. Wohin jetzt, BD? Ja, na, auf nach Bogano. Fuck, ich wollte nicht. Ich drücke immer. Also eigentlich X, obwohl ich 4 klicke. Also Bogano. Ja, Bogano meine ich. Dieser Cordova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Anscheinend war Cordova tatsächlich ein bisschen ein Kick. Und diese Ladezeit noch immer. Komm schon, Grease. Was? Schaust du mich jetzt an, Grease? Schau auf die Straße. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Reisen. Dass der Knopf auch immer Reisen heißt. Aber egal, let's go. Oh, eine Cutscene, mit der ich nicht gerechnet habe. Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Was, wenn Darth Vader das findet? Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Das hört sich nicht so schön an. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, warum atmet er erleichtert aus? Der Pilot der Mantis. Okay, Charaktere. Irgendwas während ihrer Reise gewinnt Grease und ich habe keine Ahnung, was das war. Wir sind gelandet. Warte, ich will mit Grease reden. Mit der Kick hat irgendwas zu verbergen. Wo war der jetzt? Grease, hallo? Ah, da. Im Nebel. Hey! Moment! Ja, ich warte. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo-Kron. Perfekt, richtig. Schön, du erinnerst dich. Ha. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach perfekt. Ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, ja, weil du jemand, das auch bist, sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Ja. Aber nur wenn ich mitmache. Ach so. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Ciao. Viertel, Kumpel. Ich brauche eine Sekunde. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sefo haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Oh shit, wo da ist der Holocron wartet. Krasse Drache, Alter. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Hoffentlich. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz.
sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datumir... eingeschränkt. Okay. Eingeschränkt. Das ging mir nach Braka genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentis gefallen. Hoffe ich auch. Dann reden wir erst noch kurz mit dir. Herr, hast du kurz Zeit? Natürlich. Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versichert. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Ziel. Okay. Außerdem habe ich BD dabei. Echt, der beschützt mich. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Denke ich auch. Passt auf euch auf. Okay. Wir sind jetzt auf Bogano und wir gehen zum Tempel oder wo wir hin müssen in der nächsten Folge. Tschüss.